Dort ist Hellbruch, Folge 12. Hallo, wunderschönen guten Morgen miteinander. Guten Morgen, Jeltsch. Morgen. Ja, wir haben die Sendung bewusst jetzt erst am Dienstag gemacht. Wir haben natürlich gewisse Transfergerüchte, gewisse fixe Transfer abwarten und startet gerade. Besatzoschi bleibt Spielertrainer beim FC Rüti. Co-Spielertrainer. Co-Spielertrainer, selbstverständlich. Granit Bojaksi bleibt Cheftrainer. Soschi wird weiterhin als spielender Co-Trainer fungieren. Deine Meinung, was meinst du dazu? Das ist eine gute Sache, super. Gute Sache. Es scheint mir, die haben sich da irgendwo gell, mit diesen Fahrspesen, Kiosk, Gucci gefunden. Genau. Vielleicht auch noch irgendein paar Kebab-Gucci. Ich vermute, weißt du, wie die Finanzierung hergebracht haben? Ja. Der Soschi macht künftig touristische Führungen beim Hirschensprung. Und verzählt ihnen so, da gibt es ja Sag, dass ein Hirsch dort auf den Felsen gepumpt ist. Der Soschi erklärt dann den Touristen aus dem Inland, Ausland, in fließendem Englisch und Spanisch, erklärt er die ganze Geschichte. Anmeldungen für die Führung bitte unter www.fcrütti.ch. Wunderbar. Also, Rüti sowieso natürlich Wahnsinnsrückrunde, 8 Spiele Serie gewonnen. Gegen Wesen hätten sie auch gewonnen, der Match war nicht, das war der Abschlag letztes Jahr. Dann hätten 27 Punkte, rechnen da hoch auf eine ganze Saison, 54 Punkte. Bist du aufgestiegen? Bist du durch, ja. Bist du durch? Gut, die sind der Kameradschaft, also vom Platz und neben dem Platz, ist glaube ich enorm dort. Also die gehen zusammen in den Kribabladen essen, die gibt es noch vom Platz. Wir haben ja, super, also. Wir haben heute Morgen ja die Meldung gebracht und der Büchel hat mir gesagt, der Spielkopresi, ja, dass sie eigentlich eben Feedback haben aus dem Umfeld, Sponsoren, aus der Mannschaft, Cheftrainer, dass ja, mit dem Soschi das super geklappt hat und sie gern natürlich die Zusammenarbeit fortführen. Er hat sicher seinen Teil dazu beitragen. Es ist sicher gut, die richtige Lösung. Zu dieser Serie. Ist sicher die richtige Lösung. Genau. Gut, gehen wir weiter zum FC Widnau, weil da ist es sportlich, geht es noch um etwas, respektive sie spielen nicht mehr. Sie müssen jetzt zuschauen am nächsten Wochenende, was Thalwil gegen Balzers macht. Wenn Thalwil gewinnt, kehrt Widnau aus der ersten vier und ist nicht für die Hauptrunde qualifiziert, was vom Saisonverlauf her, wo man ja eigentlich gefühlt immer in der ersten vier war, schon richtig blöd wäre. Ja, vor allem, du bist die ganze Saison hinter dem Ersten, die ganze Saison. Und genau jetzt, wo du noch einen Punkt brauchst, um das zu sichern, wie am Samstag, wie wir es gesehen haben, spielst du auf ein Goal, machst sie nicht, irgendein Konzept aus dem Nix. Und jetzt musst du auf Balzer, so von wo schon aufgestiegen ist. Schon bitter. Also. Sehr bitter. Transfermässig haben sie Luca Giolando festgemacht. Das ist ein junger Innenverteidiger, kommt von Balzers bei Vaduz ausgebildet worden. Die Goalie-Frage ist nach wie vor offen. Ja. Wie munkelt Liechtenstein, dort hat es ja zwei Abgänge gegeben, bei den Gebrüdern Meier, bei Balzers. Allenfalls ein Tausch sogar gegeben. Kovacic geht ja zu Ischen Muren. Das ist nach wie vor offen. Ja gut, sie müssen sicher einen holen und sie werden einen holen. Also ich glaube nicht, dass sie mit dem jungen 17-Jährigen weitermachen. Klar! Aber wenn du oben mitspielen willst, musst du einen guten Goalie haben. Das ist so. Einen erfahrenen. Das ist so. Und da holen sie sicher einen, entweder vom Liechtenstein oder vom Vorarlberg. Du wirst sicher einen finden. Das ist so. Gut, dann sind wir ja am Samstag Saisonabschluss Montlingen St. Margrethe gewesen. 14:0 für Montlingen. Nach dem Spiel super Stimmung gewesen mit der Auflösung von dem Pyrometer. Ich glaube, über 300 Liter vom feinsten eiskalten Sonnenbräubier. Super gewesen. Natürlich das 2 auch noch aufgestiegen in die Drittliga. Da hat natürlich in dieser Stimmung noch zusätzlich Schub gegeben. Und ja, mit Büroshow und das ganze Klim Bim. Aber was sich hartnäckig gehalten hat an dem Abend, ist das Gerücht gewesen, dass der Stefan Lukic zu Montlingen wechselt. Ja. Und ich habe ja dann sofort auch die Vereinsleitung gefragt, die Herren Sieber und Baumgartner, und die haben eigentlich sofort dementiert. Und tatsächlich ist gestern ja der endgültige Entscheid, Lukic geht nicht zu Montlingen. Ja. Überallfalls zum FC Heide wechselt, besprechen wir nachher.
Nein, also, aber sie brauchen ja keinen. Also, Nata, sie brauchen keinen hin, sie brauchen Leute vorne. Hinten hast du mit dem Bond und mit dem Flo hast du gute Abwehr. Also, vorne hast du als Sechs oder Sandro. Also, die sind hinten gut bestückt. Du musst aber vorne jemanden holen. Und da wissen sie, ob sie jetzt, ja, die richtige Entscheidung ist, werden wir in der nächsten Saison sehen. Aber hinten sind sie gut, die sind parat dahinten. Sie brauchen Leute vorne. Das ist richtig. Und die Frage ist auch, Lukic vom Typ, hat er dort drauf gepasst? Weil Modlingen ist ein spezieller Place, sehr familiär geführt, toller Verein, aber dort, sie sind auch eigen, man muss schon sagen. Läuft durch ein bisschen anders. Und ob es da so gut gepasst hat, hat die persönlich meine Zweifel gehabt. Jetzt findet es nicht statt. Jetzt ist die Frage, wo geht der Lukic hin? Also, ja. Heiden wird es kaum sein. Es sind vielleicht auch Bernig. Die bräuchte vielleicht einen hin, der hin und raus spielen könnte. Ich weiß es nicht. Ganz heiß im Moment. Lukic und Schabani zu Altstetten. Oh. Gut, Schabani ist fix. Das sage ich dir jetzt schon. Schabani fix? Er ist fix bei Altstetten. Ich hätte auch für die Altstädter eine gute Idee. Ich meine, auch bei diesen zwei musst du natürlich schon schauen, bei den Fahrspäsen und so weiter, wissen wir. Da musst du etwas in die Hand nehmen. Jetzt hätte ich eine Idee. Und der Präsident Andi Brock, der ist ja Kantonsrat, der weiss auch, wie das Zeug funktioniert. Jetzt könnte ja der Andi sagen, so, jetzt sperren wir gerade den Kanton. Also jeder, wo in der Appenzeller, der von Gäse oben runter dort den Stoss da abkommt, der kann nicht mehr einfach auf alle Städte nie fahren im Kantonsrat. Jeder, der dort kommt, muss 5 Stutz zahlen. Ein Jahr lang. Gut, dann hast du das Geld zusammen. Da hast du keine Zähne. Ja. Da kannst du den Lukic und den Schabani und noch einen Dritten holen. Na gut, der Huidur wird auch nicht mit dem Velo anfahren, oder? Nein, der kommt auch nicht mit dem Velo. Also von dem her hätten sie natürlich schon gewisse Möglichkeiten, zum das zu machen. Nein, Spass beiseite. Ich glaube... Wäre es eine gute Lösung? Dann musst du fast mit der Dreierkette spielen. Eugster, Moser und Lukic. Ich glaube, der Adi Brunner kennt ja den Lukic. Ja, ja, sie kennen es von Weitnau. Von Weitnau her. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das funktioniert. Adi hat mir gesagt, er sucht zwar eher einen jüngeren Innenverteidiger, aber wenn sich Möglichkeit ergibt, ich sage, einer von beiden ist heute Abend fix beim FC Altstadt. Wenn nicht beide. Ich sage, einer ist schon fix und wenn, werden beide heute Nachmittag schon fixiert. Sag ich, aber gut. Wir müssen mal wieder eine Wette gehen, aber ich sage, der Schabani ist fix bei Altstadt. Ich bin so überzeugt, weil ich es weiss. Und da hat man das mal nicht der Fabrizio Romano ein SMS geschrieben, da weiss ich persönlich. Gut. Dann gehen wir davon aus, dass der Lukic wahrscheinlich auch zu Altstadt wechselt. Es hätte fast keine Alternative mehr. Allenfalls wäre es sinnvoll, wir würden noch, das ist natürlich ein Mann von Welt, wie ihr da im Bild seht, vielleicht noch ein, zwei Tätowierungsgutsche oben drauf zum ganzen Paket und dann funktioniert die Geschichte. Gut. Gehen wir weiter, komm. Wunderbar. Dann haben wir natürlich noch, das müssen wir schon noch sagen, dann mit dem Schein Irisme 21 Saison-Goal der Torschützenkönig. Gratulation. Bei Altstädten. Gratulation. Super Saison. Ist ja auch kein ein Junge mehr, aber immer noch top fit. In dem Alter so Leistung ist top fit und er hat sich irgendwie auch ein bisschen gewandelt. Er ist nicht mehr so ein bisschen explosiv wie früher, halt unnötig gelb, rot oder was immer, sondern sehr auch mit den Jungen. Super. Also, muss man sagen. Also, da ist sicher froh, dass er so einen Co-Trainer hat, oder? Toller Spieler. Auf jeden Fall. Genau. Ja, dann auch Bernig, Kehraus-Partie. In Mails 3-0 verloren. Ja, Mails hätte noch müssen etwas holen wegen dem Liga. Ja, es um etwas gegangen, bei auch ist ja vorbei. Ja, ist um nichts gegangen. Auch Bernig, hörst du nichts eigentlich. Oder? Sie sind sehr diskret. Also Kommunikation nimmt immer mehr ab, wenn du vom Oberrinntal runterfährst. Auf das Mal wird es ganz leise. Und nachher dann traurig. Ich habe gesagt, wir sind traurig. Aber im Ding oben wird schon mehr kommuniziert. Ich weiß aber, aus zuverlässiger Quelle, oder wir wissen, sie haben einen Transfer gemacht, anscheinend einen guten, einen bekannten. Sie sagen jetzt einfach noch nicht. Und wir haben keinen Namen. Ja. Sie sagen jetzt nicht, das ist okay, das ist legitim. Dann werden sie irgendwann einen Preis geben, aber dass es so ruhig ist, hätte ich nicht gedacht. Sehr ruhig. Gut, ich glaube, sie können die Mannschaft mehr oder weniger zusammenhalten. Und sollte das
glaube ich, ist eine gute Basis auch für die nächste Saison. Die Mannschaft wird eher noch immer noch besser, weil sie, ja, ja, sie sind junge. Und mit dem Bojacki haben sie den Nummer 2 vom Torschützenklassement mit 19 Goal auch Top-Leistung, Flamur Bojacki. Nein, das ist sicher gut, aber man muss aufpassen, der Varano wird nachher weg sein. Wer macht denn nachher die Position? Also wer spielt die Position? Wer verteilt die Bälle? Wer macht die Assist? Musst du jetzt schon Gedanken machen und nicht, wenn es Sport ist. Wir haben gesehen. Gehen wir weiter, gehen wir in die Sonnenbräu Arena auf Rebsten. Da hat man ja eine Zeit lang wahnsinnig viel gehört. Hui durch alles als zu Rebsten. Dann zwei von Balzers, also Interregio-Kicker zu Rebsten. Mir das Gefühl, Rebsten haut jetzt richtig rein. Jetzt könnte man ja viel sogar sagen. Ja, warum nicht den Lukic auch zu Rebsten? Auch dort hätte ich eine Projektidee zur Finanzierung. Und kein Hedgefonds, sondern der Menf. Menf zu abfahren, ja, soll einfach das Bier 2 Franken teurer machen. Dann ja, ist der zahlt in der Saison. Das ist null Problem. Plus kannst du es als Kioskgutschi verkaufen, oder? Zusätzlich. Also, da wäre für mich auch noch eine Option. Nein, Spaß beiseite. Alles, die Gerüchte, die wir gehört haben, ist alles ja, glaubt, ab 9. Die haben mit Balzers, die zwei Verspieler von Balzers, abgesagt. Und ja, schade, weil ich dachte, die greifen sicher nächstes Jahr an. Stell dir vor, der Huido wäre noch übergewechselt. Also, das wäre schon noch, wär noch heiß gewesen. Aber schade, ist nicht passiert. Mal schauen, vielleicht findet es noch. Ja, also, Rebsch ist immer, die sind schon auf der Lauer. Du musst keine Angst haben, die holen vielleicht schon nicht. Man muss einfach sagen, sie haben natürlich schon Geld mit deren Anlage, die sie haben, eben mit der ganzen, mit ihrer Schirmstadt, die sie da gebaut haben und so. Also, für mich haben die ganz klar Zweitliga-Niveau. Aber ja, da müssen wir schon mal eben so mal einen Schritt vorwärts machen. Und ja, wobei, eben nochmal, Rintal-Beckham wahrscheinlich kein Thema, aber ja, man wird sehen. Wir werden schauen, ja. Gut, dann haben wir, zum Abschluss haben wir noch die Putzau. Die sind am Schluss noch relativ zurückgehalten, also hinter Rütti und Rebsten, sind ja lange das beste Rintaler Team gewesen, haben relativ schwache Rückrunde gehabt. Ja, ja, bei denen ist die Luft draussen, also das ist schon ein paar Wochen schon knapp da, sind die am Verlieren. Aber ja, die haben Anfangssaison sehr gut gespielt und ja, schade. Aber gut, eben, wenn du keine Ambitionen hast gegen Ufer, gegen Abernatal, ist es schwierig, um Leute noch motivieren. Dann ist schwierig. Also ja, ist wirklich schwierig. Genau, ja. Dann hat sich St. Margrethe zum Abschluss, die haben sich definitiv jetzt verabschiedet aus der zweiten Liga. Mit dem 0-14, tote Halbzeit 10 Goal gegenübergekommen. Sind auch Verletzungsausfälle gehabt während dem Spiel, knappes Kader. Aber die sind bis zum Schluss angestanden und haben die Farben vertreten. Da muss man respektieren und die Spieler, die können ja für die Situation eigentlich nichts. Was ich schon gefunden habe, man hat ja jetzt zwei neue Leute im Vorstand und so weiter. Es ist aber keiner von den Verantwortlichen am Match in Mondlingen. Da hätte ich doch erwartet, dass man als Vorstand hergeht und sagt, Jungs, danke, dass ihr auch jedes, dass ihr angestanden sind. Ihr habt jedes Wochenende granatenmässig auf Kappen bekommen. Und jetzt gehen wir miteinander eine Pizza oder ein Kebab oder was auch immer essen. Ja, das ist einfach nichts. Ich sage, also, Natal, das ist schon. Du erwartest von Spielern, die außerhalb vom Verein kommen, jedes Wochenende anstehen, jedes Wochenende auf Kappe rüberkommen, ob es jetzt 10-0 ist oder 14-0, die sind immer gekommen. Aber du als Vorstand hast nicht die Courage, um auf Mondlingen rauszufahren und eineinhalb Stunden zuschauen und am Schluss sagen, danke vielmals Trainer, danke vielmals Spieler, dass sie da durchgezogen haben und nicht aufgehend während der Saison. Hätte man sie doch müssen loben. Also weißt du, wie ich meine? Sie wissen, sie verlieren und trotzdem sind sie immer noch gekommen. Also ich finde, das ist charakterlos von diesem Vorstand, also das geht gar nicht. Und ja, dann liegt es nicht nur am Spieler, also es liegt wirklich also oberhalb. Man wird sehen, wie das jetzt weitergeht. Es ist das Schlimmste zu befürchten, wenn die Mannschaft nicht entscheidend verstärkt wird, werden die auch in die Drittliga halt nicht mehr 14-0 abgeschossen, aber 5-0. Ja. Und nochmal ein ganzes Jahr so zu verlieren, sind jetzt fast 100 Kohle bekommen in der Rückrunde. Es ist dem Trainer zu wünschen, dass er ein Material bekommt, das er halbwegs. Er hätte es auch verdient, um ein verstärkt zu bekommen. Könnte schaffen, hätte er sehr verdient. Ja, da war es eigentlich gewesen. Vielleicht noch eine kurze Meldung im Zusammenhang mit der Veranstaltung der FC Altstädte, organisiert am 28. Juni
am Sydney im Atrium von der Raiffeisenbank in Altstetten ein Fußballtalk mit Schwerpunkt Schiedsrichtermangel. Sicher eine interessante Geschichte, weil an den Schiris fehlt es. Wenn wir keine Schiris mehr haben, haben wir kein Spiel mehr, ja, und wir können nicht mehr drum schnauben. Ja, sehr wichtig. Also ein wichtiges Thema. Gehen vorbei, 28. Juni am Sydney Atrium von der Raiffeisenbank. Unter anderem wird der Nicola Henny dabei sein. Als Spielerexemplar ist der Eugster vom FC Altstetten dabei. Ja, und anscheinend noch weitere. Uns zwei, wir sind noch nicht eingeladen. Was komisch ist. Ganz komisch. Sehr komisch, aber gut. Keiner. Die lade ich keiner folgen. Also wenn sie es als Kota wollen, dann müssen sie es. Dann müssen sie es holen. Genau. Dann tun wir, nächste Woche machen wir sicher noch einen Talk. Machen wir wirklich eine Saisonrückblicksanalyse zu den einzelnen Teams. Noch mal ein bisschen Sachloch. Und während dann eine Pause machen, kommen wir sicherlich zurück mit Spezialgeschichten, Berli Cup. Und wir uns natürlich freuen. Kolbenstuhl, eiskalt Sonnenbräu, wird wieder super. Rock am Fels, Pokalturnier selbstverständlich. Auch Sonnenbräu, nicht ganz so eiskalt. Ihr müsst den Turbo-Kühler holen, Dominik Sieber fragen, wichtig. Nein, Spaß beiseite. Und dann wollen wir über den Sommer, haben wir uns überlegt, wir müssen auch ein bisschen den Frauenbereich mehr in die Geschichte, in die schottische Halbbruch-Geschichte integrieren. Und wir werden versuchen, Spielerfrau der Saison Wahl zu machen. Weitere Informationen geben wir euch gerne in der nächsten Sendung. Wunderbar. Ja, das war's. Dann haben wir's, ja. Das war's. Wir wünschen gute Woche. Ja. Gute Zeit. Geniessen Sommerwetter. Bis bald. Bis bald. Ciao, ciao. Ciao zusammen. Ciao.